Ich musste Matteo finden. Er konnte überall sein. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zu einer neuen Folge Battlefield 1. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen bei jeder neuen Folge. Danke für euren fetten, fetten Support. Eine fette, fette Party. Kennt ihr noch den Nippel von TV Total? So ungefähr, denke ich, ist es jedes Mal, wenn ich in die Kommentare gucke, auf die Likes gucke. Und ja, Leute, ganz ehrlich, danke. Ich kann nur immer wieder Danke sagen. Wenn ihr weiterhin doppelt folgen wollt, wenn ihr weiterhin das supporten wollt, einfach eine Bewertung da lassen, wäre korrekt von euch. Und übrigens, checkt auf jeden Fall auch gerne mal mein Instagram oder Twitter ab. Aber jetzt genug davon. Wir wollen jetzt also Matteo retten. Begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten verschanzt. Ich musste sie retten. Und anders als mit Blackburn, meine ich, werden wir uns jetzt hier richtig durchballern. Auch wenn wir unsere Rüstung nicht mehr am Start haben. Aber mit so einer Waffe muss man sich da, glaube ich, durchballern. Das geht nicht anders. So. Kurze Unterbrechung. Da muss ich tatsächlich übertrieben niesen plötzlich aus dem Nichts heraus. Ich hoffe, ich vergesse es nicht rauszuschneiden. Ist ganz schön kühl hier in den Bergen. Granatengott, Johnny! Wo ist denn die explodiert? Ist die überhaupt explodiert? Soll ich es nochmal wagen? Ich bin fast tot. Ich gehe mal rüber zu meinen Jungs. Meine? Sie hören, bevor wir sie sahen. Panzerfahrzeuge, die aus der feindlichen Festung kamen. Aber du hattest deine Ausrüstung nicht mehr. In den Hütten gab es Kisten mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Okay, Luca. Das ist eine Ansage. Hier sind die Kisten. Minen. Meine Granaten habe ich am Start. Was ist hier drinne? Ich sehe es nicht wirklich. Oh, 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 oh. Ach, das Snipe wieder. Das hatten wir schon bei Edwards. Das war scheiße, war das. Weil es so viele Schüsse braucht. Ist meine andere Waffe noch hier drinne? Ja, alles klar. Okay. Oh fuck, ich habe viel zu viel reingeworfen. Das hat ja schon lange gereicht. Nein. Jetzt sterbe ich nicht. Was muss ich denn machen? Einfach nur die Stellung halten? Also im Granaten-God-Johnny-Modus bin ich noch nicht so wirklich, wa? Irgendwie treffe ich nichts. Die ist jetzt vielleicht ganz gut. Ja, endlich. Willenskraft aufgehalten. Die Hütten waren sicher und ich musste weiter. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Also hier runter. Was sagt er wohl, Leute? Weiter übersetzen, wenn ihr Bock habt. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel?
Feuer. All Feuer. Uhuhu. Junge. Jetzt hat er irgendwas mit Kanone bla gesagt. Ich sehe gar nichts. Da. Ja, okay, das ist wieder die gleiche. Ich wollte gerade fragen, ob das eine Schrotflinte ist, die wir gerade in der Hand haben, oder ob das ein Gewehr ist, aber es ist ein Gewehr. Wir müssen näher ran. Boah. Scheiße. Ich habe keine geilen Granaten mehr. Ich habe nur noch diese Minen. Oh, der schießt auch die ganze Zeit auf mich. Der hat mich im Visier. Fuck it. Das ist einer von mir! Oh Gott! Ich verliere langsam den Überblick. Oh fuck, das ist glaube ich mein Ende jetzt. Ich glaube, das ist mein Ende jetzt. Oder? Ey. Ja, ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Granaten mehr. Boah, ey Leute, ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll. Es ist alles zugemüllt mit irgendwelchen Leuten. Jetzt ist der weg. Jetzt müssen wir angreifen. Wir müssen attackieren. Ich habe so auch so ein bisschen den Eindruck, als wenn hier unendlich viele Gegner kommen würden. Ja, wir sind tot. Ey, das sind so viele Gegner. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, wo ich mich in Deckung bringen soll. Das ist krass, was hier gerade abgeht. Schon gar nicht klar, Alter. Das ist die schwerste Mission bisher auf jeden Fall im Spiel. Da war ich ja erfolgreicher sogar im Fliegen und das heißt einiges. Nee, ernsthaft? Ich darf hier hinten nochmal anfangen? Dein Ernst? Dein realer, serious Ernst? Okay. Okay. Ist natürlich immer wieder ein Schlag in die Fresse. Aber gut. Hilft ja nichts. Gehen wir mal an die andere Seite lang. Das war einer von mir. Ich wollte raus aus den Gräben. Aber als ich italienische Schreie hörte, wusste ich, meine Freunde sitzen in der Falle. Egal wo ich suchte, es war zu spät. Ich war allein unter Geistern. Irgendwie wusste ich, dass Matteo noch lebte. Oh, das ist. Warum werde ich denn automatisch dahin visieren? Soll ich den erlösen oder was ist hier los? Kann ich den erlösen?
Oh, Dynamit. Dynamit und die Granaten, das ist besser. Jetzt sind wir besser ausgerüstet. Oh, die wurden alle fertig gemacht. Kann man hier außen über die Felsen laufen? Ja, kann man. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tessa, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Feuer. Überall Feuer. Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Warum nicht an der Vorderseite? Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Also gehen wir mal hier rein, oder? Okay, jetzt läuft's viel besser. Man muss einfach nur einen anderen Weg gehen. Ich bin viel zu frontal reingelatscht wie so ein Affe. So. Munition ist immer gut. Okay, hab ich doch richtig gesehen im Augenwinkel. Leuchtet hier was? Nee, ist einfach nur ein Grafikbug. Hier ist noch so ein Dokumentending. Feldhandbücher. Hallo? Du gehst nirgendwo hin. Nachladen. Also, boah, so Bunker ausräuchern quasi ist auch ziemlich spannend, finde ich. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder hier raus, oder? Hier kommen wir wieder raus. Ja. Oh, da war ein Gegner. Schnell weg, 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 weg. Schnell weg und den anderen Weg gehen. Oh, was ist das denn? Oh, Granaten haben wir gerade im Überfluss. Oh, oh. Stirb! Ich brauch... Was ist das? Schrotflinte. Perfekt. Oh, ich bin fast tot. Huhuhu.
Schnell Munition. Munition, Waffen, irgendwas. Gib mir irgendwas. Oh Gott. Eine kleine Pistole. Sehr süß. Waren das alle? Ja. Eine Weile ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Okay, falscher Untertitel wieder. Hat er was ganz anderes gerade gesagt. Au, 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 au. Okay, auf Stacheldraht landen ist jetzt auch nicht die allerschlauste Idee. Irgendwas passiert jetzt. Ich denke jeden Tag an dieses Feld. Fast aufgegeben und hoffte, Matteo wäre vielleicht doch noch entkommen. Doch dann... Nein! Nein! Hörst du mich? Hörst du mich? Er dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Wer entscheidet sowas? Matteo. Okay, Leute, das war dann Kriegsgeschichte Nummer 3. Und jetzt... Ja. Weiß nicht, ob ich das bisher die schwächste fand. Cool erzählt auf jeden Fall, aber ein bisschen kurz, oder? Ein bisschen sehr kurz. Ja. 2 Kapitel nur. Ja. Schade. Schade, schade, dass das so kurz war. Die hat auch nur 3, die hat auch nur 3. Warum das denn? Warum haben die ersten beiden 4 und die anderen nur 3 immer? Komisch. Schade. Egal, Leute. Flotte. Da ist ein Schiff am Start. Es wird interessant, Leute. Es wird interessant. Ja. Wurde natürlich auch ein bisschen vorweggenommen jetzt hier die Story und so. Man, wie gesagt, man konnte sich schon denken, dass Matteo nicht mehr am Leben ist. Ja, ein bisschen kurz. Hätten sie gerne länger machen können. Man, vielleicht wäre das ganz cool gewesen, zum Beispiel durch so ein Bergstollen oder so, sich noch zu kämpfen oder so. Sowas gab es doch bestimmt auch noch mehr vermehrt. Oder nicht? Ich weiß nicht. Leute, ich danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal gerne eure Meinung zu der dritten Kriegsgeschichte in die Kommentare. Bin mal gespannt, was ihr da so von haltet. Wie ihr die so bisher einordnen würdet. Ansonsten natürlich wie immer gerne eine Bewertung da lassen für mehr Battlefield 1. Ich danke nochmal fürs Zuschauen. Danke für euren fetten Support. Ja, und ja, wir sind einfach krass drauf bei dem Projekt. Wir sind einfach heftig krass drauf. Was geht da ab, Leute? Was geht da ab? Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.